Hallo, willkommen bei American Baker in Germany, wo die Zutaten deutsch sind und die Bäckerin Amerikanerin. Ich bin Michelle und heute machen wir ein weiche Keksrezept. Und zwar, weil meine älteste Tochter jetzt eine Zahnspange trägt. Und also etwas, das sehr hart ist oder sehr klebrig ist, würde in ihre Zahnspange stecken bleiben oder vielleicht sogar die Brackets abbrechen. Das wollen wir nicht. Also deswegen haben wir eine Zahnspange-freundliches Rezept für weiche Doppelschokoladekekse. Also legen wir los. Wir fangen an mit unseren Zutaten. Wir brauchen einen halben Cup oder 125 Gramm Butter. Ein Ei. Einen halben Teelöffel Natron. Ein Viertel Teelöffel Backpulver. Einen halben Teelöffel Salz. Einen halben Cup oder 100 Gramm brauner Zucker. Ein Drittel Cup oder 67 Gramm Zucker. Ein Drittel Cup oder 42 Gramm Backkakao. Ein Cup oder 125 Gramm Mehl. Drei Viertel Cup oder 100 Gramm Schokostückchen. Jede Art, wie ihr wollt. Ich habe Karamelltropfen heute benutzt. Wir fangen an, die Butter weich zu cremen. Zucker dazu cremen. Ei reinschlagen. Natron, Backpulver, Salz und Kakao dazu. Mehl dazu. Schokostücke reinfalten. Auf einem belegten Backblech löffeln. Backen bei 350 Grad Fahrenheit bzw. 180 Grad Celsius 8 bis 12 Minuten. Diese Kekse sind weich und schön. Mit weißen Schokostückchen wären sie identisch zu den Keksen, die man bei Starbucks oder Subway kaufen kann. Sehr schokoladig und zahnspangefreundlich. Ich hoffe, ihr mögt das Rezept heute. Für mehr Rezepte und Tutorials besucht unsere Webseite bei americanbakerinGermany.de.weebly.com. Wir sind auch auf Facebook und Instagram. Abonniert für mehr Rezepte!